Hallo und willkommen zurück zu Mass Effect 2. Wir sind mitten in Garrus seiner Loyalitätsmission und wir sind in dem Industriegebiet auf der Citadel. Und genau, wir sollen Harkin entgegentreten. Kämpfen Sie sich durch das Labor. Labor? Sieht eigentlich nicht nach Labor aus. Naja, egal. Und stellen Sie Harkin. Und das wollen wir doch mal machen. Da ist nur ein Safe. Den nehmen wir natürlich mit. Nur 1500, das lohnt sich ja fast schon gar nicht. Ob der war's? Genau. Ach, das klappt ja wunderbar. So, das hat sich jetzt fast gar nicht gelohnt, aber egal. Okay. Harkin muss irgendwo da drin sein. Ich rieche ihn schon. Platinen umgehen. Okay. Was haben wir da, wenn wir die um... Ach, 900 Credits. Die zwei und die zwei. So, Medizinkit kommt auch mit. Ach, da geht's gar nicht rund. Uiuiui. Ja, da wird viel gelagert. Nehme Deckung. Ist das Haken? Nee. Das ist nur wieder so ein Blue Sun Schütze. Mach mal da vorne so eine Sonde hin. Kannst du hier nicht in Deckung gehen? Das hat wehgetan. Gut. Was ist denn? Ach, da hinten sind auch nochmal welche. Oh, wo die doch so schön gerade zusammen sind. Wenn die schon so schön zusammenstehen. Wir müssen da rüber, okay. Hier ist nichts mehr drin. Ich hoffe, ich übersehe nichts. Aber eigentlich kann man ja nicht wirklich was übersehen. Die stehen schon wieder so schön nah zusammen. Okay. Nachladen, das ist auch immer wichtig. Jetzt sind wieder Platinen. Deswegen ist es immer so wenig. Es gibt sehr viel davon, aber halt... Die geben wenig, aber es gibt viel davon. Und bei den anderen war es ja gerade umgekehrt. Da gab es wenig, aber... Oh, sind wir gerade mitten im Gefecht? Nee, oder? Doch, shit. Shit, das war jetzt nicht so gut. Genauso wie das hier. Das hier ist das Handy. Okay, das hat jetzt nicht gut funktioniert. Und jetzt ist es auch weg. Müsste ich ein bisschen warten sollen. Naja, aber sagen wir so, es ging ja nur um 900 Credits. Gut, dass ich diesmal gewartet habe. Sonst noch jemand? Nein? Dann können wir ja... Hoppla. Falsch. Dann können wir es jetzt, das hier öffnen. 900 Credits haben wir halt jetzt verloren, aber was soll's. Es gibt definitiv Schlimmeres. Schießen die schon wieder?
Nee. Gut. Und ich dachte schon, die schießen schon wieder. Und hau mich da raus. Steuerung der Brücke, raffiniertes Iridium. Ein Laptop, den haken wir doch einfach mal. Da haben wir sogar schon den ersten. Oh, da müssen wir so rüber, okay. Da den zweiten und den dritten sehe ich jetzt nirgends. Ist er das? Ne, das ist er nicht. Ah, da haben wir ihn. Was kriegen wir dann? 4500. Und neue Munition. Und ein Medizingel. Wobei, das brauchen wir jetzt auch nicht wirklich. Aber ich nehme es mal mit. Da war es sowieso hier nicht mehr vorbeikommen. Okay, das haben wir voll. Und von da kam er ja her. Okay. Dann können wir nur noch die Zugbrücke runterlassen, wie es aussieht. Ansonsten haben wir hier jedenfalls alles gemacht, wenn ich nicht irgendwas übersehen hätte. Aber wie gesagt, das glaube ich nicht wirklich. Tötet sie! Achtung! So. Das müsste sie weiterklopfen. Geht's da rüber? Ne, da geht's nicht rüber. Da ist nichts mehr, da ist nichts mehr. Wir suchen Deckung hinter einer zerbrechlichen Kiste, na toll. Der hat noch ein bisschen Schild an. Jetzt aber nicht mehr. Und die Sonde kommt auch noch nach da hinten. Boah, die hat aber echt nicht mehr lang gelebt. Die hat aber echt nicht lang gelebt. Aber immerhin, sie... Was? Wo? Oh, da kommt er, oder? Da wechsle ich doch lieber mal. So. Sie gibt ihren Sonden Namen? Das ist ja süß. Okay. Doch, mit der Barriere, das kommt gut, dass wir da ein bisschen mehr Schutz haben. Glaube ich. Oh. Ah, war nur Tali. Wie kommt die von da oben hin? Naja, egal. Sonst hatten wir hier nichts. Dann haben wir hier auch nichts. Okay. Da haben wir eine Tür. Könnte auch sein, dass wir damit durch müssen. Okay. Das Medizin-Cat. Das brauchten wir eigentlich auch nicht. Das sind noch Platinen. Ja. So, noch die zwei. 1200, ein bisschen mehr als sonst. Sonst sehe ich jetzt hier nichts. Dann wollen wir mal durch die Tür gehen und wetten, dahinter finden wir Harkin. Was zum Teufel hat Harkin vor? Das ist eine gute Frage. Bevor wir durch die Tür gehen. Fensterkonsole, okay. Was haben wir sonst noch? Gefälschte IDs. Oh, Tagebuch. Verwendung für IDs finden. Sag bloß. Ja, ein neuer Nebenauftrag. Einen neuen Auftrag. Citadel, gefälschte ID gefunden.
Beim Angriff auf Harkins Versteck in dem Industriegebiet des Zakara-Bezirks wurde eine gefälschte ID gefunden. Sie könnte sich noch als nützlich erweisen. Finden Sie jemanden, der für eine gefälschte ID Verwendung hat? Wüsste ich jetzt im Moment gerade keinen, aber gut, wir werden noch einen finden. Mit Sicherheit. Dann haben wir hier Energiezellen. Und einen One-Safe. 2100, es wird immer mehr. Da ist das Dings. Die zwei. Die zwei und die zwei. Gut. Immer diese kleinen Minispielchen. So, jetzt können wir durch die Tür gehen. Aber als erstes würde ich sagen, machen wir mal die Fensterkonsole auf. Harkin ist also endgültig zu den Bösen übergelaufen. Er war schon immer eine Nervensäge, aber ich bin nicht in Stimmung für seine Spielchen. Wenn er nicht kooperiert, werde ich ihn halb tot prügeln. Sie scheinen immer angespannter zu werden, Garrus. Harkin weiß vielleicht, warum Sidonis sich absetzen wollte. Falls das stimmt, weiß er, warum wir hier sind. Und ich will nicht, dass er Sidonis einen Tipp gibt. Kann ich verstehen. Habe ich da nicht gerade mich gesehen? Haben Sie das gesehen? Ich habe was gesehen. Er bereitet sich auf uns vor. Okay. Fahren wir mal nach Harkin. Was werden Sie tun, wenn Harkin die Kooperation verweigert? Er ist ja sein richtiger Verbrecher. Er arbeitet für die Blue Suns. Ich sollte ihn einfach ohne Vorwarnung abknallen. Aber ich brauche ihn lebend, also werde ich ihm keine bleibenden Schäden zufügen. Nur ein bisschen, um seine Zunge zu lösen. Sie müssen ihm nicht wehtun, um zu kriegen, was Sie wollen. Keine Sorge, Harkin ist ein Feigling. Er wird alles sagen, bevor ich ihm wirklich wehtun kann. Na, hoffentlich. Haben Sie immer noch vor, Sidonis zu töten, wenn wir ihn finden? So lautet der Plan. Es wird schnell und schmerzlos gehen. Im Gegensatz zu denen, die er verraten hat, wird ihm die Agonie eines langsamen Todes erspart bleiben. Es ist mehr, als er verdient. Aber wenn er stirbt, bin ich zufrieden. Garrus, glauben Sie wirklich, dass alles wieder gut wird, wenn Sie Sidonis umbringen? Ich weiß, dass es Ihnen nicht gefällt, Shepard, aber ich muss das tun. Gibt es keinen anderen Weg? Möglich. Aber das ist was Persönliches. Ich werde abdrücken und ich werde mit den Konsequenzen leben. Ich bitte nur darum, dass Sie mir helfen, ihn zu finden. Und das machen wir auf jeden Fall. Was glauben Sie, was Harkin da drin für uns vorbereitet hat? Keine Ahnung. Sieht aus wie ein Industriekomplex, schweres Gerät. Könnte alles Mögliche sein. Irgendwas ist da drin. Vermutlich noch mehr Blue Suns. Harkin hat sich irgendwie selbst in die Enge getrieben. Er hat bestimmt noch ein Ass im Ärmel. Ja, das glaube ich auch. Und ich glaube, ich hätte einen Mech gesehen. Wir haben es wahrscheinlich mit Mechs zu tun. Nun, es gibt einen Weg, das herauszufinden. Bin direkt hinter Ihnen. Mechs und wahrscheinlich weitere Blue Suns. Und vielleicht nochmal so einen ganz schweren Mech. Okay, erstmal noch dieses Terminal hacken. Also es gibt wirklich sehr, sehr viel zum Hacken, das muss man schon mal sagen. Hacken und umgehen und so weiter. Es gibt zwar nicht sehr viel, aber dafür sehr viel von dem Zeug. Ah, das habe ich jetzt schon mehrmals erwähnt. Ah, schaut mal, wo das ist, da drüben, da komme ich nicht hin. Ah, da ist es ja auch nochmal. Nee, das ist es nicht. Das ist es auch nicht, ich sehe es nicht. Das ist das? Nee. Da drüben ist es. Da haben wir es. Ist manchmal gar nicht so leicht, die einzelnen das Dinger richtig sich zu... noch als nützlich erweisen. Ah, Präzisionsgewehrschaden, genial. Ja, es ist manchmal gar nicht so einfach, die Segmente, die richtigen rauszufinden. Vor allem, weil es sich ja bewegt und man die roten noch beachten muss. Wenn ich mit dem Cursor auf so einen roten gehe, ist das Ding nämlich vorbei. Gut zu wissen. Neutralisierung der Bedrohung eingeleitet. Warum geht's nicht? Okay, Blue Suns. Nee, Mechs. Aufschlag ungeladen. Achtung, Kollision zu erwarten. Achtung, Sie gehören alle mir. Treffer-Ereignis.
Okay, wir müssen so lang. Ja, oder wir gehen über die Kisten wie dieser Mac. Okay, erstmal Schutz. Das müsste sie ausbrechen. Heideblech. Heidesblechler. Plus Sans Commander auch noch. Das müsste sie weit lassen. Na toll. Und noch mehr von denen. Die werden einfach immer abgesetzt. Das heißt, wir müssen so schnell wie möglich durch, weil hier unendlich Nachschub kommt. Ja, toll. So, aber jetzt. Da kommen die Nächsten. Eieiei. Wir müssen irgendwie diesen Typ da oben wegkriegen. Ah, von hier kriegt man doch besser. Das sieht doch schon besser aus. Haben wir den jetzt? Ja, ich glaube schon. Und den haben wir auch. Da ist ein Datenpad. Das nehmen wir doch noch gleich mit. Ja, 1000. Ja, okay. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht gleich angegriffen. Das wäre blöd. Deswegen so schnell. Ah, nein, nein, nein. Wo ist es? Wo ist es? Aha. Ja, bisher noch nicht angegriffen. Das ist gut. Okay, wir haben's. Das war ein bisschen ein risikohaftes Spiel. Aber wir haben's geschafft. Ne, speichern können wir auch nicht. Das sind auf jeden Fall noch. Das wird Hake noch bereuen. Nix. Der sitzt wahrscheinlich da hinten drin. Okay, wieder schweres Dings. Jetzt kann man wahrscheinlich auch die Dinger hier. Wow, 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 wow. So, normalerweise könnte man, glaube ich, diese Christen auch abschießen, dass sie auf die Mechs drauf fallen. Aber eigentlich ist das unnötig. Die kriegen wir auch so platt mittlerweile. Ohne allzu große Probleme. Was ich ziemlich cool finde. Am Anfang haben sie so Schwierigkeiten gemacht. Mittlerweile ist es ja fast gar nichts. Okay. Und das soll uns jetzt aufhalten. Ich glaube nicht. Nee, nee, das hält uns nicht wirklich auf.
Und wir sind durch. So, Harkin, hast du noch was auf Petto? Noch ein letztes Ass? Wenn nicht, wir sind hier. Sie waren nah dran, aber nicht nah genug. Er war nah genug dran. So, Fade. Das mit dem Verschwinden hat nicht geklappt, was? Kommen Sie schon, Gareth. Das kriegen wir doch hin. Was brauchen Sie? Ich suche jemanden. Sieht aus, als hätte jeder von uns etwas, das der andere will. Wir bitten Sie nicht um einen Gefallen, Harkin. Lass Sie nichts sagen. Sie haben beim Verschwinden eines Freundes von mir mitgeholfen. Ich muss ihn finden. Ich brauche schon etwas mehr Informationen als das. Sein Name war Sidonis. Sidonis Alcura, Turianer aus... Ich weiß, wen Sie meinen, und ich werde gar nichts sagen. Er soll mal vernünftig sein. Das muss überhaupt nicht schwierig werden. Scheiß auf Sie. Ich gebe keine Informationen über Klienten weiter. Ist schlecht fürs Geschäft. Wissen Sie, was noch schlecht fürs Geschäft ist? Ein gebrochenes Genick. Okay, okay. Nehmen Sie den Fuß weg. Terminus hat Sie völlig verändert, was, Gareth? Nein, aber Sidonis hat mir die Augen geöffnet. Und jetzt arrangieren Sie ein Treffen. Der hat doch irgendwas vor jetzt, oder? Der hat irgendwas gesehen gerade. Oder nicht? Oder war das nur das Terminal? Ja, ich bin's. Es könnte sein, dass ihre wahre Identität aufgeflogen ist. Deshalb rufe ich an. Ich schicke einen Agenten. Wo wollen Sie ihn treffen? In Ordnung. Er wird dort sein. Keine Sorge, ich habe alles im Griff. Alles in Ordnung. Er will Sie vor der Orbital Lounge treffen. Mittags. Wenn wir fertig sind, würde ich gerne gehen. Wohl kaum. Sie sind jetzt ein Verbrecher, Harkin. Heißt das, Sie wollen mich jetzt einfach töten? Das ist nicht Ihr Stil, Gareth. Sie töten? Nein. Aber ich werde Ihr Tempo ein wenig bremsen. Sie müssen ihn nicht erschießen. Jetzt kann er sich vor C-Sicherheit nicht mehr verstecken. Heute ist wohl Ihr Glückstag. Ja, hoffentlich können wir das bald mal wieder machen. Ich habe ihn nicht erschossen. Los, gehen wir weiter. Stimmt. Wenn es nicht dort ist, komme ich zurück und bringe es zu Ende. Ja, da hat unser guter Harkin Glück gehabt, dass ich in der Nähe war. Sonst würde er jetzt nicht mehr laufen können. Harkin ist eine verdammte Bedrohung. Wir hätten ihn nicht einfach gehen lassen sollen. Er hätte eine Strafe verdient. Ich mache mir langsam Sorgen um Sie, Gareth. Sie waren bei Harkin ziemlich gnadenlos. Glauben Sie nicht, dass er es verdient hat? Das passt einfach nicht zu Ihnen. Was wollen Sie von mir, Shepard? Was würden Sie tun, wenn Sie jemand verrät? Ich bin nicht sicher, aber ich würde nicht zulassen, dass es mich verändert. Das hätte ich auch gesagt, bevor es mir tatsächlich passiert ist. Es ist noch nicht zu spät. Sie müssen es nicht durchziehen. Wer außer mir sollte Sidonis einer gerechten Strafe zuführen? Niemand sonst weiß, was er getan hat. Es wäre auch allen egal. Ich sehe keine anderen Optionen. Lassen Sie mich mit ihm reden. Sie können sagen, was Sie wollen. Mein Entschluss ändert das nicht. Seine Gründe sind mir egal. Er hat uns verraten und verdient dafür den Tod. Wirklich? Ich verstehe ja, was Sie durchmachen. Aber wollen Sie ihn wirklich töten? Ich weiß Ihre Besorgnis zu schätzen. Aber ich bin nicht wie Sie. Für Sie ist das aber auch nicht typisch. Wirklich? Ich habe Ungerechtigkeit immer gehasst. Schon der Gedanke, dass Sidonis damit davonkommt. Warum sollte er weiterleben, während 10 gute Männer in namenlosen Gräbern liegen? Es tut mir leid, Shepard. Worte werden dieses Problem nicht lösen. Ich muss mich vorbereiten. Von da drüben habe ich ein gutes Schussfeld.
Was soll ich tun? Halten Sie das Gespräch am Laufen und stellen Sie sich nicht in den Weg. Ich sage Bescheid, wenn ich ihn im Visier habe. Geben Sie mir ein Signal, wenn Sie bereit sind. Dann schieße ich. Sie gehen besser. Er wird bald hier sein. Ob er das wirklich zulassen, dass Garrus ihn erschießt? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, ob wir überhaupt eine Wahl haben. Shepard, können Sie mich hören? Klar und deutlich. Ich habe aber gerade im Moment ein bisschen Grafikbugs, habe ich den Eindruck. Okay, da ist er. Winken Sie ihn heran und verwickeln Sie ihn in ein Gespräch. Bringen wir es hinter uns. Sie blockieren meinen Schuss. Treten Sie zur Seite. Nee, ich glaube, soll man warnen oder soll man zur Seite treten? Ich will eigentlich nicht, dass er ihn erschießt. Das ist nicht so richtig für Scarus. Das würde sich... Nee. Hören Sie, Sidonis, ich bin hier, um Ihnen zu helfen. Sprechen Sie diesen Namen niemals laut aus. Ich bin ein Freund von Garrus. Er will Sie umbringen, aber ich hoffe, das wird nicht nötig sein. Garrus? Soll das ein Witz sein? Verdammt, Shepard, wenn er sich bewegt, schieße ich. Das ist kein Scherz, oder? Ach, was soll's. Ich bleibe nicht hier, um es herauszufinden. Sagen Sie, Garrus, ich hätte meine eigenen Probleme. Nicht bewegen. Runter von mir. Ich bin das Einzige, was Sie momentan vor einem Loch im Kopf bewahrt. Scheiße. So kann man's auch sagen. Ich wollte das alles nicht. Ich hatte keine Wahl. Jeder hat eine Wahl. Sie haben mich erwischt und gesagt, Sie würden mich töten, wenn ich Ihnen nicht helfe. Was hätte ich denn tun sollen? Lassen Sie mich schießen, Shepard. Er ist ein verdammter Feigling. Nee. Ist das alles? Es geht Ihnen nur um Ihre eigene Rettung? Ich weiß, was ich getan habe. Ich weiß, dass ich an Ihrem Tod schuld bin und damit muss ich leben. Ich wache jede Nacht auf. Mir ist übel. Und ich bin nass geschwitzt. Jedes Ihrer Gesichter starrt mich an, beschuldigt mich. Ich bin bereits ein toter Mann. Ich kann nicht schlafen. Das Essen schmeckt mir nicht. Manchmal will ich nur, dass es endlich vorbei ist. Geben Sie mir einfach die Chance. Ich würde sagen, er soll es nicht tun, er ist doch schon genug bestraft. Sie müssen damit aufhören, Garrus. Er bezahlt bereits für sein Verbrechen. Er hat noch nicht genug bezahlt. Er ist noch am Leben. Sehen Sie ihn an, Garrus. Das ist doch kein Leben. Da ist nichts mehr, was man töten könnte. Meine Männer, sie haben was Besseres verdient. Sagen Sie, Garrus, es gibt wohl nichts, was es wieder gut machen würde. Er soll gehen. Sagen Sie ihm das. Er gibt Ihnen eine zweite Chance, Sidonis. Verspielen Sie sie nicht. Ich werde es versuchen, Garrus. Ich mache das alles irgendwie wieder gut. Danke, dass Sie mit ihm geredet haben. Ich denke, das ist doch viel besser abgelaufen. Ich war echt gerade im Zwiespalt. Ich weiß, dass Sie darüber reden wollen, aber ich nicht. Nicht jetzt. Ich weiß, dass Sie es so nicht geplant hatten, aber ich halte es für die beste Lösung. Da bin ich nicht so sicher. Sowas braucht Zeit? Ja. Vielleicht ist es dann genug. Ich möchte sicher sein, dass ich das Richtige getan habe. Nicht nur für mich. Für meine Männer. Sie haben es verdient, gerecht zu werden. Aber als ich Sidonis im Visier hatte, konnte ich es einfach nicht tun. Ja, weil wir im Weg gestanden sind. Sonst hätte er geschossen. Die Grenze zwischen Gut und Böse verschwimmt, wenn es um Leute geht, die wir kennen. Ja, in ihm war immer noch etwas Gutes. Das konnte ich fühlen. Es ist viel leichter, die Welt nur in Schwarz und Weiß einzuteilen. Aber Grau? Ich weiß nicht, wie ich mit Grau umgehen soll. Das müssen Sie Ihrem Instinkt überlassen. Mein Instinkt hat mich erst in diese Lage gebracht. Seien Sie nicht zu streng mit sich selbst. Danke, Shepard. Für alles. Gehen wir. Ich muss erstmal von hier weg. Ja, das kann ich verstehen. Ich bin bei Ihnen. Puh. Das wäre beinahe schief gegangen. So, Erfahrung. Gruppenpunkte, nur ein Punkt erhalten. Na ja, gut.
Garrus' Verräter wurde gefunden, die Sache ist erledigt und Garrus kann sich mit klarem Kopf der Mission widmen. Zehn Sicherheitsbeamte werden dafür sorgen, dass keine Anklage gegen ihn oder Shepard erhoben wird. Möglicherweise lässt sich Harkin kriminelles Netzwerk benutzen. Agenten zur Untersuchung entsandt. So, Kraft von Garrus freigeschalten, erhöht den Schaden an Panzerung und Gesundheit. Garrus hat ein neues Outfit. Wir haben was Neues gefunden zum Erforschen. Wir haben ein paar Credits gefunden und Iridium. Das passt doch. So, und wir sind weiterhin auf der Citadel, wie es aussieht. Okay, das passt auch. Ja, das passt. Dann gehen wir mit beim nächsten. Von C-Sicherheit wurde Harkin in Gewahrsam genommen und wartet auf die Anklage. Das ist das Mindeste, was dieser Dreckskerl verdient. Sehr schön. Das hat auch gut geklappt. Dann würde ich sagen, gehen wir beim nächsten Mal, entweder suchen wir hier auf der Citadel noch nach diesen ID-Codes, die wir noch gefunden haben, diese kleine Nebenquest, ob wir da jemanden finden. Oder wir gehen zurück, zur Normandy und dann schauen wir mal, was da passiert, ob wir nochmal mit Garrus reden können. Ich meine, wir können definitiv mit ihm reden. Denke ich mal. Aber das machen wir dann beim nächsten Mal. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut und bis zur nächsten Folge. Tschüss!